sollen Sorgen, Sorgen sein. Gleich wie zu Haus. Wo trägt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger? Wo seid ihr froh und ich ebenso? Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Ist ja gut. Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für diese Begrüßung. Die kann ich nur weitergeben nach Hause. Guten Abend sagen, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Schlagerspaß hier beim SWR. Naja, und was soll ich Ihnen sagen? In den 2 Stunden, die wir für Sie vorbereitet haben, da ist kein einziges Lied dabei, das Sie nicht kennen. Sie kennen alle Lieder, oder zumindest fast alle Lieder, obwohl die, die Sie jetzt noch nicht kennen, wenn Sie sie gehört haben, kennen Sie sie ja dann. Also, Sie kennen alle Lieder, die Sie heute Abend hören werden. Die Kolleginnen und Kollegen sind schon hinter der Bühne und freuen sich auf ihren Auftritt hier im Schlagerspaß. Die Laura Wilde und den Peter Orloff haben Sie ja schon begrüßt. Und sehr gerne begrüße ich natürlich bei uns hier in meinem kleinen Weinstadel die Alma und den Konstantin. Guten Abend. Das heißt, wir haben die Musik dabei und die Stimmung, die macht ihr. Und da, glaube ich, ist sie in guten Händen, oder? Stimmung macht das Publikum, wir machen die Musik. Mindestens 2 Menschen werden heute Abend hier im Publikum noch überrascht. Was allerdings keine Überraschung ist, dass der Schlagerspaß mit schöner, flotter Musik beginnt. Heute mit Musik aus Tirol, mit 3 Burschen, mit den Grubertalern. Es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Ich glaube, es geht schon wieder los und will doch nie vorbei sein, wenn man so die Lust auf Leben spürt. Ohne Angst, dass ich die Flügel mir verbrenne. Mich zwingt man in kein Korsett, schwimmt immer oben, weil ich meine Grenzen kenne. Sie hasste diese Art zu lieben, denn die Sicherheit, der Halt hat ihr gefehlt. Was sie braucht und was zählt, hat sie jetzt bei dir und sie hat gut gewählt. Ich wär so gern wie du, das geb ich ehrlich zu. Du hältst, was du versprichst. Ich weiß, ich bin das nicht. Zu viel gehört dazu. Ich wär so gern wie du. Ganz gleich, was ich auch tu. Mein Leben bleibt ein Spiel. Mit Bahnen ohne Ziel. Nein, ich bin nicht wie du. Der schönste Tag auf Erden, weil du jetzt und hier und neben mir in meinen Armen liegst. Heute
unser Happy End. Unser Happy End. Der Himmel, ich und du, der Himmel, ich und du, haben heute ein Rendezvous. Der Himmel, ich und du, der Himmel, ich und du, und die Sterne noch dazu. Der Himmel, ich und du, der Himmel, ich und du, ganz egal was. Gut drauf, oder? Die Grubertaler, die bleiben natürlich noch da. Die bleiben natürlich noch da. Die gehen noch nicht, die kommen doch nicht wegen einem Titel aus Tirol extra daher. Was ich Ihnen noch sagen wollte, die kommen ja aus Tirol und die sind extra zu Fuß hierher. Also zu Fuß zum Auto gegangen und dann daher gefahren. Extra wegen uns. Und dann bleiben sie auch ein zweites Mal da. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist oder euch oder Ihnen. Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lang. Also Sie und ich, wir uns. Stimmt das denn? Stimmt das, was ich gerade gesagt habe, dass die Männer kein Bargeld dabei? Wer hat denn Bargeld dabei? Haben Sie eins einstecken, Bargeld? Wer hat das? Habe ich gerade gesagt. Gerade habe ich gesagt. Haben Sie Bargeld am Mann? Nein, habe ich nicht. Auch nicht? Wer hat denn? Meine Frau. Was habe ich gesagt? Aber was ist denn jetzt, wenn ihr, sagen wir mal, ihr findet dasselbe Lied nicht schön und kommt praktisch in Rage und dann streitst und Ihre Frau geht nach. Wie kommen Sie dann nach Hause? Ach. Zu Fuß. Zu Fuß, wie immer, hätte sie jetzt beinahe gesagt. Zu Fuß, wie immer. Darf ich mich hier zu euch hersetzen? Nur ganz kurz. Ja. Es ist, manchmal ist es ganz witzig, wenn man kein Geld dabei hat, aber die richtige Musik. Und ich glaube, ich habe jetzt die richtige Musik. Wissen Sie warum? Wir kriegen so viel Post und da steht ganz oft drauf, Peter Alexander Lieder. Und der hat so viele schöne Lieder gesungen für uns. Ich weiß immer gar nicht, welches Lied ich mir aussuche. Ich habe mir jetzt ein romantisches ausgesucht. Vielleicht kennen Sie das, wenn erst der Abend kommt. Oh. Sehr schön. Wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bist du immer so allein. Dann wird das Herz dir eng. Du hast Angst davor,
Es könnte ein Leben lang so sein. Ich habe es nie dir gesagt, doch mir geht's gerade so wie dir. Und wenn eine Tür geht, dann bild ich mir ein, könnte es sein, wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann tritt dein Schatten zu mir ein. Das Leben rings um mich her, das ist so fremd mir und so feind, doch wenn eine Tür geht, dann bild ich mir ein, du könntest es sein, wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bin ich immer so allein. Sehr schön. Die jungen Leute singen alte Lieder mit. Ich freue mich jetzt auf eine Kollegin, die war noch überhaupt gar nie bei uns beim Schlagerspaß. Und dieser Applaus gehört nur dir, Laura Wilde. Komm her, nach vorne. Ja, hallihallo. Guten Abend. Ein hessisches Mädchen. Ein richtig hessisches Mädchen. Kannst du so sprechen? Natürlich. Ja, immer wenn wir uns privat unterhalten, dann hört man das schon raus. Ja, man hört es bei mir immer und es nett, spätestens verrät es immer. Aber ich denke, es ist gut, wenn man hört, wo man herkommt, oder? Das glaube ich. Und du hast Fotos mit dabei, damit wir genau wissen, wo du herkommst. Gib mir das mal. Ja, natürlich. Und zwar eine Geschichte, die mich schon einfach seit Anfang meines wilden Weges begleitet, ist einfach mal meine ungarndeutsche Geschichte von meiner Oma. Und deshalb habe ich euch heute einfach mal ein paar Bilder von früher, von meinen Großeltern. Ungarndeutsche Geschichte. Du weißt, dass ich Wiener bin. Oh. Ich bin ja auch halber der Ungar. Hi. Wusste Sissi schon, wie schön es in Ungarn ist. Ja. Ist das deine Oma? Das ist meine Oma. Da sieht man die früher. Und da ist sie eben auch in der ungarischen Tracht zu sehen. Die mussten nach dem Krieg ja dann nach Deutschland wieder zurück, wurden sie ja leider dann vertrieben. Und das war aber noch aus Ungarn geknipst. Deshalb ist die Qualität jetzt ein bisschen älter schon. Aber man kann es noch erkennen. Wahrscheinlich mit dem Handy gemacht. Total. Ja, da sieht man die zwei an der Hochzeit. Und da dann? Ist die Oma ganz fesch. Ein bisschen schaut die Oma der Laura endlich, oder? Guck zu. Also ich habe schon immer gesungen mit meiner Oma. Ja. Bist du durch die Oma zur Musik gekommen? Kann man so sagen, ja. Wir haben schon immer viel zusammen gesungen. Und ist immer ein ganz großer Gänsehautmoment, weil ich weiß, wie der Titel auch viele andere Herzen berührt, schon viele Jahre. Dann lassen wir uns jetzt berühren, oder? Ja. Von Laura Wilde und ihrem ungarischen Blut. Wenn meine Großmutter mir oft als Kind erzählt hat von ihrem Heimatland am schönen Balaton, dann träumte sie von längst vergangenen Tagen und oft sang sie für mich ein Lied davon. Es ist mehr als nur die ungarische Seele und vor Sehnsucht war sie oft in Tränen nah. Und ganz zärtlich hat sie dann zu mir gesagt: ein bisschen Türkei, ein kleines Abenteuer in Bifis ungarisches Blut. Ich liebe das Tanzen und habe dieses
mir gern die Bilder von damals, von ihrem Hochzeitstag. Und dann sagt sie mir, du hast dasselbe Lächeln wie ich, als ich in deinem Alter war. Es ist mehr als nur die ungarische Seele. Ich hab dieses Temperament von dir geerbt. Und dein Lied verlässt ganz sehnsuchtsvoll mein Herz. Ein bisschen Türkei, ein kleines Abenteuer. In mir fließt ungarisches Blut. Ich liebe das Tanzen und habe dieses Feuer. In mir fließt ungarisches Blut. Ich fühl mich so frei wie die Pferde in der Pusta. In mir fließt ungarisches Blut. Komm, trink auf die Freiheit, das Leben und die Liebe. Noch einmal würde ich gern mein Herz noch verlieren, das tut gut. Unendlich gut. Ein bisschen Türkei, ein kleines Abenteuer. In mir fließt ungarisches Blut. Ich liebe das Tanzen und habe dieses Feuer. In mir fließt ungarisches Blut. Ich fühl mich so frei wie die Pferde in der Pusta. In mir fließt ungarisches Blut. Komm, trink auf die Freiheit, das Leben und die Liebe. Noch einmal würde ich gern mein Herz noch verlieren. Das tut gut. Unendlich gut. Applaus, Laura Wilde, mit ihrem ungarischen Blut. Vielen Dank für deinen Besuch. Meine Damen und Herren, schauen Sie mich an. Sie werden mich nie wieder so erleben. In 5 Minuten werde ich ein anderer sein. In 5 Minuten werde ich ein geprüfter Feuerwehrmann sein. Und das sind meine Prüfer. Herzlich willkommen an die Feuerwehrkids Puderbach. Aus Rheinland-Pfalz. Ja, dann winkt mal. Die zu Hause warten jetzt, dass wir alle winken. Genau. In Puderbach macht euch keine Sorgen, die Erwachsenenfeuerwehrleute sind da. Wir sind hier, oder ihr seid hier, um mir was beizubringen. Was bringt ihr mir denn bei? Okay. Das Schlauch ausrollen. Das Schlauch ausrollen. Gleich mit sowas Schwierigem wollen wir anfangen, mit Schlauch ausrollen. Ja. Okay. Warte, ich guck mal, ob ich den Schlauch erkenne. Und dann musst du mit einem Bein drüber springen und weiter hüpfen. Nein. Doch. Doch. Gehört das zur Prüfung? Ja. Ja. Okay. Und dann lass mich mal raten, das hier ist der Schlauch. Ja. Okay. Ja. Was muss ich machen? Hier das Band jetzt ab erstmal. Okay. Geht das nach Zeit? Nein, oder? Nein. Muss ich nicht irgendwann fertig sein? Nee, die Prüfung machen wir eigentlich? Ja, einfach nur so. Okay. Und jetzt mit der Hand, mit der man schreibt, so halten und damit Schmackes werfen. Mit der Hand, mit der man schreibt? Hier halten aber beide. Okay. Und mit der ich schreibe mit rechts? Ja. Beide Enden muss ich halten? Ja, beide. Gucken. Okay. Und jetzt mit meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause mitmachen wollen und jetzt gerade einen Schlauch in der Hand haben, mit der Hand, mit der Sie schreiben, beide Enden festhalten. Und da, wo soll ich es hinwerfen? Hier Richtung Kamera? Ja, geradeaus. Geradeaus, okay. Achtung. Du sagst Achtung, fertig, los. Ja, Achtung, fertig, los. So. Ablegen. Jetzt ablegen und losrennen. Und nach was muss ich? Ablegen und nach dahin rennen. Nein, nein, beide. Du hast gesagt? Eins. Ach eins so. Los, nein. Mann. Entschuldigung. Andi. Eins hier liegen lassen. Steig drauf, steig drauf, steig drauf. Du bist verrückt. Und jetzt?
die Kamera. Komm schießen. Jetzt kommst du und hilfst mir. Wir halten jetzt den Schlauch und spritzen den Feuer, den Kameramann an. Nein. Okay. Was machen wir? Du musst über den Schlauch springen. Stimmt das? Ja. Warum musst du über den Schlauch? Aber mit einem Fuß und dann weiterspringen. Nicht filmen jetzt. Ich will erst mal probieren. Mit einem Bein. Ja. Über den Schlauch. Ja. Wehe, du ziehst hoch. Ah, mach das. Nein, fall nicht. Weg, einfach weg, okay? Ja. Weiter. Habe ich gewonnen? Nein. Nein, was muss ich machen? Nicht mehr. Okay. Gut. Aber das habe ich jetzt, die Aufgabe habe ich gelöst, oder? Ja. Okay. Erste Aufgabe. Wie geht's weiter? Jetzt musst du schneiden. Jetzt muss ich schneiden? Nee, schneiden, nicht. Nicht, was denn? Pflaster aufkleben. Pflaster aufkleben? Ja. Aber ich habe kein Aua. Ach so, als Übung. Als dem machen. Okay. Bei dem musst du es machen. Bei deinem Zeigefinger. Ja. Der hat sich geschnitten. Wir spielen jetzt, der hat sich geschnitten. Kann ja in Wirklichkeit nicht passieren, aber... Kann, ja. Ich halt fest. Dafür gibt's Feuerwehr. Er zittert. Siehst du das? Aua ist weg. Jetzt musst du Streichholz machen. Streichholz muss ich machen? Essen. Was heißt das? Essen. Du wieder. Nick. Was muss ich denn machen? Erklär mir das mal. Also Streichholz musst du anmachen. Auf der Seite. Und dann musst du das ausputzen. Und dann da rein und dann schälchen. Ah, damit nichts passiert. Hm? Ins Wasser. Streichholz? Okay. Streichholz. Und gucken, ob das ganz ist. Und Ärmel hochkrempeln. Stimmt, das hast du mir extra vorher gesagt, Ärmel hochkrempeln. Ja. Aber ich habe so einen Hammer-Bizeps, ich krieg's das gar nicht hier drüber, über meine Muskeln. Der andere auch. Ja. Packung zu. Packung zu, okay. Wir wollen nicht, dass das vom passiert. Körper weg und vom hoch. Körper weg. Abstand. Und dann, und wenn das dann brennt, was ist dann? Dann nach vorne halten, auspusten ins Wasser und dann in die Schale. Okay. Bitte, seien Sie zu Hause jetzt vorsichtig. Sie sitzen ziemlich nah am Gerät, sehe ich gerade zu Hause. Los, Sicherheitsabstand. Und jetzt auspusten? Auspusten. Ins Wasser. Wasser. Und jetzt das Streichholz da rein. Nein! Das Streichholz! Gut, Daumen nach oben! Prüfung bestanden! Was habt ihr denn? Na! Das ist für dich! Das ist für mich! Das ist ganz lieb von euch! Liebe Thürnauer Feuerwehr! Hab keine Angst, wenn ich jetzt dann nach Hause komme, es kann nichts mehr passieren. Bambini Flamme 1, hervorragend gelöst. Andy Wurf. Jo. Vielen Dank, das ist ganz lieb von euch. Komm, wir stellen uns noch mal hier in eine Reihe. Wir haben natürlich auch die Emma dabei, ein Mädchen, Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann. Wir haben das da jetzt so gemacht, wie ich es ganz für wichtig halte, spielerisch den Kindern schon gezeigt, dass man Menschen anderen helfen kann, anderen Menschen helfen kann, unsere Feuerwehr jeden Tag mehrmals. Vielen, vielen Dank an alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner dieser Welt. Vielen Dank an die Feuerwehrkids Puderbach aus Rheinland-Pfalz. Und wenn ich hier so stehe, fühle ich mich direkt wieder jung. Soll ich Ihnen was sagen? Es gibt so viele junge Menschen, die alte Lieder singen. Das glaubt man gar nicht. Obwohl die jungen Menschen ja gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Wenn, ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht die Zeit, wo wir noch mit Kassetten oder Tonbändern Musik gehört haben. Schallplatten. Und wenn man eine Kassette hatte und es hat einem ein Lied sehr gut gefallen, dann fiel schon mal der Satz, spul doch mal zurück. Und dann hat man sich das nochmal angehört.
Zwei junge Menschen aus meinem Heimatland, Österreich, haben das zu einem Musiktitel gemacht. Spul nochmal zurück. Hier sind Lady Sunshine und Mr. Moon. Hör doch mal kurz zu, glaubst du, ich und du, haben da nicht aufgepasst vor so vielen Jahren, als wir Freunde waren, und unsere Chance verpasst. Wir haben so viel gelacht in jener Sommernacht. Doch dass da noch was sein kann, daran hätte ich im Traum nicht gedacht. Unsere Zeit war voller Lieder, rauschend im Kassettendeck. Du und ich und Elvis Presley, nächtelang im Cadillac. Und jahrelang ganz schon lag die Kassette rum. Doch heute macht es Klick, spul nochmal zurück. Heute sitz ich hier mit dem Briefpapier, seh dein Bild an der Wand, schreib von dir und mir, damals an der Tür, Koffer in jeder Hand, mein Herz rief, sag es laut, doch ich hab nur geschaut. Und manchmal frag ich mich, wie es wohl wäre. Lady Sunshine und Mr. Moon. Jetzt lass mich mal raten. Lady Sunshine und Mr. Moon. Küss die Hand. Du bist schnell, Andi. Servus. Servus, grüß dich. Wenn man hierher schaut, sieht man sofort, das sind zwei ausgebildete Stimmen, zwei ausgebildete Körper. Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Wir sind aus Niederösterreich. Also, ja. Ich bin kein waschechter Österreicher. Mein Dialekt ist noch ein bisschen so, geht lala. Weil eigentlich bin ich aus Braunschweig. Nein. Ja. Und kannst das so gut, dass ich es nicht gemerkt habe, den ganzen Tag beim Proben nicht gemerkt. Nein, ihr habt das gelernt, ihr habt das studiert, ihr seid... Ja, wir haben eigentlich Musical studiert und haben irgendwann gemerkt, wir haben eigentlich eine riesen Begeisterung für diese alten Schlager, weil auch wir sind natürlich am Sonntag, am Nachmittag immer daheim bei der Oma gesessen und haben Peter Alexander und Katharina Valente Filme geschaut und haben gemerkt, da sind wir daheim. Also Marlene ganz Dietrich. Viel Andi Borg. Ganz viel Andi das Borg. Wollte ich hören, das wollte ich hören. Aber so alt bist du doch, gar nicht. Doch. Die Andi. Wunderbar. Wir freuen uns darüber, weil wir haben verabredet, ihr bleibt noch ein bisschen hier und ihr unterhaltet. Junge Menschen singen unsere Lieder. Hier sind sie noch einmal mit einem Hitmedley. Lady Sunshine und Mr. Moon. Ja.
der Schreibmaschine saß die kleine Josephine. Die Sehnsucht des Herzens, sie führte die Hand. Der Chef kam und las es und staunte, da stand: Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann im Abendrot mach ich das Abendbrot auf unserem Segelboot für meinen Süßer und für mich. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch schön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann im Abendbrot mach ich das Abendbrot auf unserem Segelboot für meinen Süßen und für mich. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wär doch schön. Sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie heut, lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor. Denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wieder küssen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, sag mir wann. Trafen, denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Da sind wir beide besser dran. Am Tage küssen kann. Hier unten ist das Leben schön für dich und mich. Mein Mund sagt dir so oft, ich will. Mein Schatz, ich liebe dich, doch Lady, Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein super, oder? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie her, schauen Sie sich diese prächtigen Herren an. Eine Blaskapelle, so wie es es nur bei uns beim Schlagerspaß gibt, aus Beckstein, und zwar die Winzerkapelle Beckstein. Herzlich willkommen.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist denn der Andi? Der Andi ist hier hinter dem echten Instrument. Und das ist der Peter. Peter, schön, dass ihr da seid. Das ist die Musik, die auch bei uns Platz findet und immer wieder gerne gehört. Beckstein, sag einmal für die Leute, die nicht wissen, wo Beckstein ist, wo Beckstein ist. Beckstein liegt circa 15 Kilometer in der Nähe von Bad Mergentheim. Ihr heißt Winzerkapelle. Ist denn einer oder zwei oder alle Winzer? Nein, acht. Wir haben acht hauptberufliche und nebenberufliche Winzer. Aber alle 13 sind wir Weintrinker. Ihr habt schon zwei CDs gemacht, aber eine hat einen Namen, der haut mich um. Wie heißt die erste? Die erste CD hat den Titel Durst ist keine Schande. Eine Winzerkapelle. Das ist das treffende Stichwort. Und jedes Konzert von euch, jeder Auftritt beginnt mit einem ganz besonderen Titel. Das ist das Stück Wir Musikanten. Ach, das ist zufällig das, was wir gleich hören. Ach, so ein Zufall. Das ist euer Applaus. Die Winzerkapelle Beckstein. Hört ihr das? Hört ihr das? Herrlich. Schön, oder? Und die können, so richtig. Die Gäste, die hier bei uns beim Schlagerspaß sind, die haben die Möglichkeit, im Foyer in die Wunschbox Wünsche reinzupacken. Aber ich habe ja zu Hause auch eine Wunschbox. Manche nennen das Briefkasten. Da bekomme ich auch Post hin. Und ich habe Post aus
Frankfurt am Main bekommen von der Gabi. Wo sitzt denn die Gabi aus Frankfurt am Main, die dem Andi Borg einen Brief geschrieben hat? Da sitzt ihr bei den Weinfässern. Da stehen ganz viele Sachen und dann steht, in der tollen Sendung mit Andi Borg werden immer Wünsche erfüllt. Ich würde mich riesig freuen, wenn Andi das Lieblingslied meines Mannes singt. Ist das dein Mann? Ja. Du bist die Gabi? Ja. Weißt du, was sie sich gewünscht hat? Adios Amor. Adios Amor, wirklich? Ja, wirklich. Und zum bevorstehenden 19. Hochzeitstag? Jawohl. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr nie Adios Amor sagt, sondern lieber die berühmten drei Worte. Aber wenn dich das freuen würde, ich frage mal das Publikum, ob die was dagegen haben. Habt ihr was dagegen, wenn wir Adios Amor singen? Sie zu Hause? Dann singen wir Adios Amor. Bitte sehr, sehr gern. Ich sah dir ins Gesicht, du sagtest, frag mich nicht. Ich wusste auch so Bescheid, sie war vorbei, unsere Zeit. Ich hab gemeint, du weißt, er wär mein Freund, du weißt, das hat er gut gespielt. Bis er dich aus Freundschaft behielt. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, du adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Und ich seh dein Haar verdeckt, deine Augen glanz. Und versunken tanzt ihr zwei euren schönsten Tanz. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Vielen, vielen Dank. Diese kleinen 3 Minuten Musik haben mein Leben zum Positiven verändert. Und nicht nur meins, all der Menschen, die ich lieb habe. Wir haben fast 40 Jahre ein tolles Leben gehabt, dank dieses Titels Adios Amor. Und ich möchte jetzt einen Mann begrüßen, der genauso viel Glück im Leben hat, eine fantastische Stimme hat und die kürzeste Anreise vom ganzen Team. Er kommt nämlich aus dem wunderschönen Baden-Baden. Herzlich willkommen, Marc Marschall, das Lachen
der Kinder. Das Lachen der Kinder, es klingt wie ein Lied. Es tanzt wie ein Falter, der durchs Morgenrot zieht. Das Lachen der Kinder, wenn wir es nicht mehr hören, dann ist diese Erde ein verlorener Stern. Im Lachen der Kinder kannst du es sehen, wie Nähe und Liebe die Welt zur Sonne dreht. Das Lachen der Kinder, das Lachen der Kinder darf nie, nie mehr verwehren. Herzlichen Dank. Andi. Marc Marschall. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Es ist immer, weißt du, da im Publikum steht ein Sänger, der damit Gesang seine Familie ernährt. Und dann steht ein anderer auf der Bühne und hat so eine Granatenstimme. Ja. Das ist der Applaus, den ich dir geben würde, wenn ich hier sitzen würde. Dieser Mann mit dieser Stimme, Marc Marschall. Vielen Dank. Ich bin auch nur ein Sänger, so wie du. Und wir singen für die Menschen und das ist das Entscheidende. Das ist schön, dass du das so siehst. Natürlich. Es ist, weißt du, die Sendung nennt sich Schlagerspaß. Aber man darf als Erwachsener nie vergessen, dass selbst wenn man Spaß hat, das so wichtig ist. Was du gerade besungen hast, das Lachen der Kinder. Du setzt dich sehr dafür ein. Ich setze mich sehr dafür ein und ich wurde gerade wieder bestätigt, wie wichtig das ist. Ich habe die Feuerwehrkinder gesehen. Ja. Und nicht nur das Lachen der Kinder ist wichtig, sondern die bringen uns auch zum Lachen und zeigen uns manchmal, dass dieser Bier ernste Umgang mit uns gegenseitig, viel Aggressivität im Alltag, dass es eigentlich für die Katz ist. Wir verschwenden so viel Energie, wir könnten uns an Kindern orientieren und dafür setze ich mich ein als Botschafter von vielen verschiedenen Institutionen und das macht mir großen Spaß. Bei deinem letzten Besuch hier vor ein paar Monaten beim Schlagerspaß hast du uns die große Freude erwiesen, hast von Harry Belafonte Lieder gesungen. Und wir haben damals, Sie erinnern sich bestimmt, Zugabe zu gerufen und du bist einfach gegangen.
Ja, aber und ich bin jetzt wiedergekommen. Aber André, du bist wiedergekommen. Wollen wir jetzt die eingeforderte Zugabe hören? Oh. Marc Marschall. Vielen Dank. Every time I'm away from Liza, water come to me, every time I'm away from Liza, water come to me, come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me, come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me, wipe the tear from me, standing here in the marketplace, water come to me, I need to see my Liza's face, water come to me, I sing with me now, come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me, come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me, wipe the tear from me. Marc Marschall, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich, das wissen Sie, bin ein Spitzbube. Ich bin nicht nur ein Schlawiner, ich bin auch ein Spitzbube. Im Rheinland-Pfalz würde man sagen Spitzbube mit W. Spitzbube, Hunsrücker Spitzbube. Soll ich euch was sagen? Unser Publikum begrüßt euch jetzt mit diesem Applaus. Herzlich willkommen, Hunsrücker Spitzbube. Ihr seid diesen weiten Weg aus Rheinland-Pfalz. Wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen aus der Hunsrücker Region in der Nähe von Simmern und sind auch in der Hunsrücker Region unterwegs bis nach Idar-Oberstein, der Edelsteinstadt und auch überregional. Ihr seid noch berufstätig? Ja, wir sind noch berufstätig nebenbei zur Musik, sind okay, aber auch öfter mal in der Woche unterwegs, Rhein-Mosel-Region. Das heißt, da stehen fleißige Burschen. Der einzige faule Hund ist der mit dem Mikrofon. Meine Damen und Herren, zurück in den Hunsrück. Eine Eigenkomposition von unseren Burschen aus Rheinland-Pfalz. Schau ich über Berge, Täler und Höhen in meinem Hunsrückland, wo einst mein Glück ich fand, und komm ich aus der Ferne, war lange nicht mehr hier. Mein geliebter Hunsrück, eins verspreche ich dir, ich komme immer, immer wieder zurück in der Hunsrück, in der Hunsrück. Doch ehre mein Freunde, doch finde ich mein Glück auf dem Hunsrück. Es gibt gar keinen besseren Ort, was da schon immer doch. Dann willst du immer wieder zurück in mein Schiene. Das Leben, ein Riesenlaune, und packt mich das Fernweh, ist gar kein Problem. Abhangelt in den Flieger, will ferne Länder sehen. Doch nach kurzer Zeit vermiss ich dich mein Land. Pfeife auf Mallorca und
zurück in mein schönes Hohensee. Ich war schon in Paris, an der schönen See, auf der Akropolis, vorüber Athen. Ich war auch schon in Moskau, auf dem Roten Platz. Doch für unseren Erbeskopf, da gibt's keinen Ersatz. Ich komme immer, immer wieder zurück in der Hunsrück, in der Hunsrück. Doch liebe meine Freunde, doch finde ich mein Glück auf dem Hunsrück, auf dem Hunsrück. Es gibt gar keine bessere Ort, was da schon schöne Hunsrück. Das geht rein, oder? In der Hunsrück, in der Hunsrück. Wir haben gerade mitgesungen hier, haben wir wieder ein neues Lieblingslied dazu bekommen zu unseren Lieblingsliedern, die wir schon haben. Hit für dich. Von früher. Ja. Meine Damen und Herren, Rainer Kirsten und ich. Meine Damen und Herren, Andi Borg. Viele hundert Jahre unterwegs auf Tournee gemeinsam. Ja. Haben nach den Konzerten immer, weil wir vorwärts kommen wollten, weil wir besser werden wollten, haben wir nach den Auftritten immer zusammengesessen. Stimmt. Und nur darüber geredet, wie man die Show besser machen kann. Ja, manchmal hat auch Andi Borg Klavier gespielt. Das war so mit die schönsten Momente. Das weiß ich noch. Ja. Du meinst aber nicht Wein das Klavier, das ich immer umgehängt habe, auf meine Gitarre. Ja, das war super. Ja, wie viele? Das war eine schöne Zeit. Und was wir alles gesungen haben. Ja, Wahnsinn. Lieder von, da glauben Sie gar nicht, dass wir die kennen. Hm. Und an so einem Abend sind wir dahinter gekommen, dass wir einen Interpreten haben, den wir beide sehr, sehr gerne mögen und für die wir sehr viele Zuschriften bekommen. Die Lieder von diesem Mann, das ist, wie heißt er nochmal? Das ist ein Wahnsinnstyp. Ein Wahnsinnssänger, ein Riesenentertainer, hat mehr als 250 Millionen Alben verkauft. Das ist nicht wahr. Vorstellen. Das ist wahr. Wirklich wahr. Und er wurde 95 zum Ritter geschlagen, das weiß ich ganz genau, weil ich 1995 im Studio war und meinen Titel eingesungen habe, der Schäfer von Monte Castello. Er heißt praktisch Sir Cliff Richard. Meine Damen und Herren, siehst du, das Publikum und wir haben denselben guten Geschmack. Ja. Und wir haben lange überlegt, was singen wir denn? Und dann haben wir uns gedacht, kennt ihr das Lied Rote Lippen soll man küssen? Kennt ihr? Echt? Kennt ihr das? Ach so, wenn ihr das kennt, schade, ja. Das hätten wir gesungen. Ja, wenn ihr das nicht gekonnt hättet. Schade. Ich habe mich nicht vorbereitet. Sollen wir es trotzdem singen? Guck mal, ja? Aber der hat ja noch andere Lieder. Ja. Das ist Freunde. Genau. Und keine ist so schön wie so du. Schön, ja, ja, genau. Haben das nicht Gitti und Erika gesungen? Nein, das singen Heidi. Wir. Das war Heidi. Stimmt, ja, die haben Heidi gesungen. Ja. Oder dann das. Weißt du was? Wir reden gar nicht mehr drüber. Wir fangen einfach an. Okay, das machen wir. Wir zwei. Gut, dass es Freunde gibt und Musik, die man nie vergisst. Gut ist alles, was jemand liebt. Es ist gut, dass du bei mir bist. Da ist ein Mann, der lebt für seine Rosen. Sie sind das Glück für ihn. Schön, dass Blumen blühen. Und eine Dame malt jeden Tag ein Bild, nur aus Freude dran. Schön, dass sie das kann. Und da bin ich und denk an uns zwei und höre unser Lied und habe etwas, das mir bleibt, was immer auch geschieht. Gut, dass es Freunde und Musik, die man nie vergisst. Gut ist alles, was jemand liebt. Es ist gut, dass du bei mir bist. Au, 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 au. Ich hab die Mädchen in Paris gesehen.
die Ann Louise und die Lulu. Doch ich muss sagen, es war keines so, es war keines so wunderbar wie du. Ich ging in Java an dem Strand spazieren, mir winkten braune Mädchen zu. Doch ich muss sagen, es war keines so, es war keines so wunderbar wie du. Das ist die Frage aller Fragen. Und du musst mir die Antwort sagen. Und darum frage ich, komm und entscheide dich. Wirst du genau wie heut für heut und alle Zeit für alle Zeit mir treu sein? Nur darauf kommt es an, oder morgen wird es vorbei sein. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihr den Kuss. Doch es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Tag. Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Tag. Es macht immer wieder Spaß. Immer Wahnsinn. Wieder Spaß. Super, danke. Und hast du, ich habe vorher extra gefragt, ob sie es kennen, und wir hatten schon jetzt Sorgen, dass sie es vielleicht nicht mögen, noch einmal, weil sie es ja eh kennen. Haben Sie das gehört? Wie, ja, sogar die Leute zu Hause haben mitgesungen. Ja. Hast du gesehen? So schön war es noch nie, Andi. Nein, so schön war es noch nie. So schön war es noch nie. Meine Damen und Herren, wir beide sind alte ich wollte gerade sagen, wir sind alte Romantiker, er ist Romantiker, ich bin alt. Wir sind alte Romantiker und es gibt so viele schöne Lieder über die Liebe. Ja. Und wir zwei haben für Sie die allerschönsten Liebeslieder von der ganzen Welt, die uns heute Nachmittag eingefallen sind, ausgesucht.
du fängst an, okay, mit einem Liebeslieder-Medley. Nimm mich in Arm und drück mich fest an dich und lass mich nie mehr los. Ich tanke mich grad an dir auf, weil's einfach so gut tut. Ich hab dich gern, ich brauche dich, bin süchtig nur nach dir. Doch Garantie kann ich dir keine geben, dass es für immer so wird sein. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Ewige Liebe, ewige Liebe, ewige Liebe, ewige Liebe. Wenn der Regen fällt, dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns. Ich einmal nicht bei dir sein, dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns. Wir hatten Sonne und Sterne und die Dünen und das weite Meer. Und mir war, als ob die Zeit ganz fest in meinen Händen wäre. Es gab nur uns beide für mich. Ich wusste, ich hatte dich, wie einfach und klar. Das alles war deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nun noch mir? Deine Liebe, sie schwand wie die Spuren im Sand. Was ist mir nun geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Lalipop, lalipopu, lali, 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 lalipop, lalipopu, lali, 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 lalipop, lalipopu, lali, 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 lalipop. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop.
Alle kennen Lollipop, süß und klein. Ein jeder muss von ihr begeistert sein. Doch an ihr Herz kann bisher keiner ran. Nicht einmal der schönste Mann. Wer kennt nicht Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop. Küsse sind so wie süßer Wein, so wie Sonnenschein im Mai. Doch man kann nur richtig glücklich sein, oh Lollipop, zu zwei, ei, ei, ei. Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop, oh Lollipop. Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr. Wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du erst, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann nicht widerstehen. Das soll man auch nicht. Das soll man auch nicht widerstehen, finde ich. Das waren schöne Liebeslieder, oder? Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt Stimmen gehört, die Sie alle gesehen haben, die Sie kennen vom Sehen und vom Hören. Ich darf jetzt einen Mann begrüßen, über den ich mich persönlich sehr, sehr freue, weil wir uns viele Jahre kennen und weil er einer von denen ist, die uns Schlagersänger seit vielen, vielen Jahren begleiten, indem er uns, wie soll ich sagen, ansagt. Legendär ist seine Stimme. Ich freue mich sehr auf den Mann, der so spricht. Recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Schlagerstars mit Andy Borg. Schön, dass Sie dabei sind. Freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Guten Abend. Meine Damen und Herren, Rainer Nitschke. Recht vielen Dank. Ja, es heißt ja immer, die Moderatoren und so, die lesen alles ab. Sie sind Zeugen, ich habe nichts abgelesen. Ich habe das auswendig gekonnt. Okay, ja, diesen einen Satz. Meine Damen und Herren, ist es nicht der Wahnsinn, wenn man im Fernsehen das Gesicht dazu sieht, der einen viele Jahre lang im Radio begleitet hat? Hast du denn als Kind schon gemerkt, dass du eine andere Stimme hast als die anderen? Das weiß ich nicht mehr genau, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ob ich da schon die Stimme hatte, kann ich dir nicht genau sagen. Aber so mit 20 hat es angefangen mit dem Radio. Und ich glaube, die Stimme war damals schon so ähnlich. Sie fiel zumindest auf. Das ist ja irgendwie wichtig, ne? Angenehm auf. Angenehm auf. Ich hoffe es zumindest, ja. Du hast bei vielen verschiedenen Sendern überall in Deutschland hast du moderiert, Radioprogramme. Und du kennst uns alle. Ja, natürlich. Die ganzen Schlagersänger. Wenn du das über 50 Jahre machst, so wie ich, dann bleibt das nicht aus, dass man die Kollegen trifft. Und da bleibt das nicht aus, dass man zu vielen Kollegen auch eine sehr enge und tolle Beziehung hat. Und da freue ich mich eigentlich schon darüber, dich jetzt heute zu sehen, den Marc Marschall und andere zu sehen, ja, die man schon so lange kennt, weißt du? Ja, natürlich. Tolle Sache. Und du hast ja nicht nur tagsüber, wenn wir alle ausgeschlafen sind, moderiert, sondern es gibt ganz viele Menschen, die Nachtdienst haben, die nachts fahren müssen, die nachts einfach keine Gelegenheit haben zu schlafen. Die hast du viele Jahre mit deinem Nachtprogramm unterhalten. Ja, ich weiß, du hast mich aber angerufen ab und zu in der ARD-Nacht. Ah, hier ist der Andy, ist gerade unterwegs, Mensch, Rainer. Das ist schon toll.
Ja, wir waren ja damals allein auf weiter Flur. Da gab es das Klassikprogramm, ne? Genau. SDR 2. Und da gab es eben die Schlagerwelle mit Popmusik durchsetzt. Die Musikprogramme habe ich alle selbst gemacht. Und ich habe immer so eine Oldie-Stunde auch reingemacht. Haben wir ja einige gehört heute von diesen Oldies. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man wusste genau, was man tut. Man hat für die Menschen gearbeitet, die die ganze Nacht die jetzt noch arbeiten mussten und auch wach bleiben mussten. Für die haben wir in erster Linie gearbeitet, für die Fernfahrer, für alle, die eben nachts unterwegs sind. Und da kam eine Welle der Zuneigung und der Dankbarkeit entgegen, die werde ich nie vergessen. Rainer hat uns Fotos mitgebracht. Wer, das ist schwarz-weiß? Das ist schwarz-weiß und das ist die Vicky Leandros, kurz nachdem sie den Grand Prix gewonnen hat. Und da waren wir alle beide noch was jünger. Er moderiert nämlich nicht nur im Radio, sondern auch Live-Veranstaltungen. Ich war selber dabei. Und wenn er die Ansage für einen Künstler macht, dann kann man gewiss sein, da klatscht nicht nur meine Mutter. Da klatschen ganz viele Leute. Und hier, das ist auch schön, dass du das Ja, das ist ein schönes Bild, vor allem in Erinnerung an einen ganz, ganz lieben Freund, Karel Gott. Auch er fehlt uns allen und mit Karel Gott verbindet mich unendlich vieles. Denn ich habe das erste Interview im Westen damals bei Radio Luxemburg gemacht. Das war Ende der 60er Jahre mit der Platte Weißt du wohin? Die Chivago-Melodie. Und der Karel hat mir damals auch eine LP von sich mitgebracht mit Opernmelodien. Und ich habe das Glück gehabt, Karel interviewen zu können. So lange kannten wir uns und haben sehr, sehr viele öffentliche Veranstaltungen und Sendungen auch gemacht. Wer ist das denn? Der in der Mitte war ich mal. Und der neben mir sitzt, das war ein ehemaliger Chef Camillo Felgen von Radio Luxemburg. Kennt ihr noch Camillo Felgen? Camillo ist noch ein Begriff, ne? Leider auch nicht mehr unter uns, aber einer der tollsten Menschen, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Und ihn verehren wir alle sehr, muss ich wirklich sagen. Freddie Quinn. Ja. Und Rainer Nitschke. Ja. Ich war immer einer der ganz großen Freddie Quinn-Fans und als ich alleine mal ins Kino gehen durfte, das war 1959, glaube ich, durfte ich alleine ins Kino gehen, 12 Jahre alt. Und da habe ich einen Film gesehen, Unter fremden Sternen. Vielleicht kann sich an den Film jemand erinnern. Freddy unter fremden Sternen, hätte nicht gedacht, dass ich 10 Jahre später ihn kennenlerne und jetzt 40 Jahre mit ihm befreundet bin. So kann das Leben spielen. Wir haben gesehen, du hast uns nicht nur angesagt, du hast uns persönlich kennengelernt, durch viele Programme geführt und ganz zufällig auf diesem Tisch, der da hinten verstaubt war, ich habe den vorher sauber gemacht, habe ich schon her mal diese Texte gefunden, in zweifacher Ausfertigung. Schau her, 1, 2, 3, jetzt wissen Sie natürlich nicht, was da draufsteht, wir zwei. Wir sind schon so alt, wir können uns an Dinge erinnern, die sind schon gar nicht mehr wahr. Und wenn man so drüber redet, sagt man dann manchmal, ja, das war so. Es war immer so. Wenn's auf die Welt kommst und geboren bist, es war immer so, es war immer so. Gerade so, als wir ein kleiner Wicht. Es war immer so, es war so. Ans Leben hast dich ganz schnell gewöhnt. Von jeder Seite wirst verwähnt. Doch das hört auf, sobald du größer wirst. Es war immer so, es war so. Tja, was heißt, war so, natürlich. Und dann ist man in die Schule gekommen. Wisst ihr das noch? Blödsinn war dein Lebenszweck und Sorge war ganz weit weg. Bloß dein Lehrer, der war manchmal bleich. Es war immer so, es war so. Ja, Andi, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Viel zu schnell vergeht die Jugendzeit. Es war immer so, es war immer so. Aus Jugend wird ganz schnell Vergangenheit. Es war immer so, es war so. Jetzt bist du erwachsen, jetzt bist du groß. Jetzt geht der Ernst vom Leben los. Mit jedem Tag, da rennt sie mehr die Zeit. Es war immer so, es war so. Naja, aber wenn man so zurückdenkt, wir haben es doch zu was gebracht, oder? Ja. Schaffe, spare und der Häusle baut. Es war immer so, es war immer so.
Pechler esse und das Sauerkraut. So einmal so, einmal so, am Abend noch ein kleiner Plausch und sonntags mal ein Rausch. Dass da wieder vor dem Montag graust. So einmal so, es war so. Na doch. Was heißt das, war so? Andi, das wird auch so bleiben. Na ja. Irgendwann bist du ein alter Mann. Es war immer, immer so, es so. War immer, immer so. Der heut nimmer alles machen kann. Es war immer so, es war so. Egal, ob viel, ob wenig hast, dein letztes Hemd hat kein Drasch. Und irgendwann hast du für immer Ruhe. Es war immer so, es war so. Traurig. Alma! Alma! Nur zwei Viertel. Alma, dann bringst du mir auch zwei Viertel. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diese schönen Momente. Es war immer so und es wird so bleiben, weil die nächste Generation wird das Lied auch singen. Nur halt anders instrumentiert. Das werde ich mal probieren. Ich muss dich nicht fragen, ob du dich noch an den Grand Prix der Volksmusik erinnerst. Du aber erinnerst natürlich. Sie erinnern sich auch? Die Grubertaler, die ja heute bei uns in der Sendung sind, die waren dreimal beim Grand Prix der Volksmusik. Als mir der Florian das erzählt, habe ich gesagt, das will ich hören. Alle drei Lieder, mit denen sie beim Grand Prix der Volksmusik waren. Hier sind die Grubertaler. Gestern Morgen, lange Nacht, wieder mit daheim verbracht. Rampazamba voll am Tour, ja, so mag's auch jeder Bub. Achsen schmeißen, Kittel schauen, Vollgas geben und alles trauen. Ein Gaudi haben die ganze Nacht, ja, das war doch klug. Rampazamba, rund geht's heim, hab's ein Gaudi, hab's ein Freund. Lockenrecht und schöne Frauen, und dann nimmer heimgetraut. Rampazamba voll am Tour, hab halt Spaß und gib halt Gas. Guck mal zu, halt durch die Fahrt, morgen ist alles spannend.
vergehen. Vielleicht kann was passieren, willst du nach ihnen sehen. Schau nur immer auf die Straße und auf den Vordermann, weil sie in so einer heiklen Phase schnell mal knallen kann. Du darfst beim Autofahren nicht auf die Mädels schauen, sonst übersiehst du leicht, das Fahren schon immer reicht. Du musst beim Autofahren nur auf die Straßen schauen, sonst rollst du irgendwann auf den Vordermann. La 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 la. Du musst beim Autofahren nur auf die Straßen schauen, sonst rollst du irgendwann auf den Vordermann, sonst rollst du irgendwann auf den Vordermann. Die Grubertaler, für mich dreimal Nummer eins. Viermal, viermal Nummer eins. Wir sind alle begeistert. Da waren einige Wünsche dabei, das habe ich da quasi hineingeschummelt. Aber die Alma hat mir nichts hineingeschummelt, die hat unsere Wunschbox, die wir beim Eingang, wie gesagt, an unser Publikum, schau her, wir stellen das doch her, Alma. Das ist noch einmal ein Applaus für dich, meine Alma, mit der Wunschbox. Dankeschön. Ja, weißt du, ich bin jetzt froh, dass ich beide Jahre zur Schule gegangen bin, da kann ich alle Buchstaben lesen. Marika heißt sie mit Vornamen. Ich habe dich vor 35 Jahren zum ersten Mal und das einzige Mal live gesehen in meiner Heimatstadt, das kann ich nicht lesen, in Oberschwäbischen und wünsche dir, würde dir gern die Hand drücken. Wo ist die Marika, die mich vor... Du willst mir die Hand drücken? Du bist doch noch gar nicht so alt, dass du mich vor 35 Jahren gesehen hast. Schau her, wir machen das jetzt vor Zeugen. Steh auf. Darf ich dich um deine Hand bitten? Freue mich sehr, dass du dich daran noch erinnerst. Das heißt, es war nicht ganz so schlecht. Sehr gut. Ganz lieb, dass du da bist und dass du dich daran erinnerst. Dankeschön. Das heißt, wir haben den Wunsch erfüllt. Das geht ja einfach. Schauen Sie. Ach, als Sänger hat man es schon schön, sage ich Ihnen. Dann, Hannelore wünscht sich eine... Wo ist die Hannelore Armbruster? Hannelore Armbruster. Die macht sich's einfach. Die wünscht sich einfach eine CD vom Andi Burg. Ist das für mich ein Problem? Das ist für mich kein Problem. Das ist nicht irgendeine CD, wenn du genau schaust, die ist noch ganz weich. Das ist aus dem Schlagerspaß meine schönsten Duette mit den Künstlern, die in der Sendung waren. Dankeschön. Viel Spaß damit. Und du weißt, wie man die richtig benutzt. Genau. Fenster auf und laut. So muss man meine CDs benutzen. Dann habe ich hier noch eine. Und hier habe ich eine. Boah, da kann man die Schrift fast nicht lesen. Ja, manchmal muss man auch schummeln, wenn man eine Freude machen möchte. Diesen Zettel habe ich selber da reingeschummelt. Aber der Wunsch ist nicht von mir. Das Geben dieses Wunsches ist von unserem Team. Wir zeichnen nun schon das zweite Jahr den Schlagerspaß auf. Wir haben nicht mit diesem Erfolg gerechnet, sind sehr, sehr dankbar. Und ich bin sehr dankbar, so ein Team zu haben. Ich kann nur sagen, aus der Redaktion sind einige mit dabei, die diesen Wunsch jetzt erfüllen. Und zwar von unserer Katja, die sich da versteckt und nicht weiß, was los ist. Komm ja, zur Wunschbox. Die Katja wünscht sich seit fast einem Dreivierteljahr von Boney M. Daddy Cool. Du hörst es, wir sind alle froh, dass du jetzt diesen Titel gesagt hast. Seit gestern Nacht arbeitet unser musikalischer Leiter Egge Schumann aus Berlin an einer Musik zu dem Titel, den du dir gewünscht hast. Du gehst jetzt zu deiner Crew da hinten hin. Dieser Wunsch, Daddy Cool, für Katja Steiner.
She's crazy like a fool. Like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Von uns allen für dich. Ich sag's euch. Schauen Sie, das sind alle Mitarbeiterinnen, die Tag und Nacht für den Schlagerspaß unterwegs sind, Musik machen, Redaktion machen, die Künstler anrufen, die Plattenfirmen anrufen, einschenken, wieder ausschenken, Wunschbox bringen und der Sappler. In der Mitte. Hat es dir denn gefallen? Ja, sehr. Dankeschön. Wir freuen uns jetzt auf einen Mann, der uns ganz, ganz viele große Hits geschenkt hat. Mit einem Hit-Medley, das sich nur so gewaschen hat. Ich freue mich. Es ist für unsere Sendung quasi ein Ritterschlag, dass er heute hierher gekommen ist. Sie kennen ihn seit vielen, vielen Jahren. Dort drüben steht er, meine Damen und Herren, Peter Orloff. Sie wuchs auf in einem Heim, was kein Zuhause war. Abends schlief sie oft nicht ein, hat an den gedacht, der damals ihr versprach. Cora, komm nach Haus, ich hol dich einfach raus und nehm dich mit zu mir. Cora, komm nach Haus und wenn du Hilfe brauchst, bin ich dein Wort von dir, bin ich dein Wort von dir. In ihrem kleinen Zimmer stand seit Jahren schon ein Bild. Es zeigte einen jungen Mann, oft hat sie gefühlt, was er ihr sagen will. Nach Haus, ich hol dich einfach raus und nimm dich mit zu mir. Cora, komm nach Haus und wenn du Hilfe brauchst, genügt ein Wort von dir, genügt ein Wort von dir. Oh, ich liebe den Mädchen und bin gern verliebt. Mir mal eine, dann find ich sie nett. Aber noch hab ich keine, wie ich sie gern hätte. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsch ich dir. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Oh, sie muss an mich denken, an mich nur allein und ihr Herz mir verschenken und da für mich sein. Muss Liebe mir geben und alles verstehen, und dann werd ich ein Leben lang nicht von ihr gehen. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsch ich mir. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Thank you.
und das bin ich. Dini Girl, Dini Love, du hast mich angelacht und ich hab erst gedacht, du wärst ein Engel ohne Flügel. Und eine Liebesgeschichte begann, schöner sein kann. Alle, die dich sehen, würden gerne mit dir gehen. Jeder hat dich gern, doch nur einer hat dich lieb. Glücklich sein mit dir, das darf keiner außer mir. Jeder hat dich gern, doch nur einer hat dich lieb. Und wenn wir uns abends auch fremden, du kannst ja schon träumen, was wir noch versäumen. Oh, oh, und mit dem Gedanken dann schlafen. Und das bin ich. Peter Orloff. Du hast gemerkt, Peter, komm zu mir nach vorne. Du hast gemerkt, Wahnsinn, das stimmt nicht. Nicht nur du hast dich lieb, wir alle haben dich lieb und sagen danke für diese wunderschöne Zeit, die du uns mit deinen Liedern beschert hast. Ich danke dir, ich danke euch und ich war eben total berührt, diese Lieder zu singen, die schon so lange auf der Welt sind und die die Menschen immer noch im Herzen haben. Und ja, das, was ich bin, das bin ich durch die Menschen, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Wie hat es denn bei dir begonnen, dass du nicht nur Lieder mitsingst, wenn du sie im Radio hörst, sondern dass du selber deine Ideen verwirklichst in Sachen Musik? Ja, ich habe als kleiner Junge davon geträumt, im Schwarzmeerkosakenchor mal zu singen. Okay. Das war das Ensemble, das mein Vater geführt hat. Und dann habe ich auf der Rücksitz vom Tourneebus auf der Bank habe ich in den Himmel geschaut. Mir vorgestellt, einmal diese schwarze Uniform zu tragen, diese Lieder zu singen. Und dann war ich einige Zeit später der jüngste Sänger aller Kosakenchöre der Welt. Ach. Hab damit angefangen. Okay. Eine ganz berührende Geschichte, wie aus einem Film fast. Und dann kam mein erstes Schlager. Das war 1966, 67. Okay. Und dann ging's los und da habe ich angefangen, selber Lieder zu komponieren, zu texten. Und hast du denn noch Zeit, Lieder zu schreiben? Auch noch. Aber ich habe so viele Lieder in mir, ich brauche mir ins Klavier zu setzen und dann kommt ein Lied. Ich beneide dich. Ich habe mir eine Liste gemacht von Menschen, für die du Lieder geschrieben hast. Ich fange einfach an und lese die vor. Ja. Wenn einer dabei ist, für den du nichts geschrieben hast, dann sagst du einfach ganz laut Stopp. Okay. Freddie Quinn, Rex Gildo, Renate Kern, Bata Illich. Ja. Heino, Bernhard Brink, Mario Merz, Severin, Elfi Graf, ja. Nina und Mike, Lolita, Mel, Jersey, Roy Blech, Julio Iglesias, Andy Borg. Ah, ja, für mich hat er eins meiner schönsten Lieder geschrieben. Und dann weiß ich natürlich, du hast zwei wunderbare, ganz, ganz große Hits geschrieben für Bernd Grüber, der Junge mit der Mundharmonika. Und der kleine Prinz. Und der kleine Prinz. Ich durfte beide Lieder auf dieser Bühne schon singen. Ich hab's gehört und es war wunderbar. Du hast es gehört? Ja. Und du sprichst noch mit mir? Aber dann kann ich nicht durch. Ich bin ganz begeistert. Du hast den eigentlich größten Hit für Peter Maffay geschrieben. Ja, richtig. Das Lied Du ist von mir komponiert und auch produziert worden. Mit dem Michael Kunze zusammen. Kennt ihr noch? Du allein. Und wenn ich so großartige Kollegen habe wie dich an meiner Seite, dann kann ich nicht umhin zu fragen, ob sie mit mir ein Lied singen würden. Ich wüsste auch schon welches. Immer wenn ich Josie sehe, wenn ich... Würdest du das mit mir? Ja, natürlich, natürlich. Immer wenn ich Josie sehe. Ein Freund rief mich an und er sagte, ein Mann ging mit Josie aus. Und ich lief sofort hin und ich hab sie gesehen und ich höre noch heute das Lied, das sie spielte,
als sie in seinen Armen lag. Immer wenn ich Josie sehe, wenn ich ihr gegenübersteh, schau mich ihre Augen fragend an. Immer wenn ich Josie sehe, dann weiß ich, dass ich nie versteh, wie eine Nacht ein Leben ändern kann. Und sie lief mir noch nah und sie sagte, ich mach dich mit ihm bekannt. Sie war zärtlich zu mir, doch ich ging nicht mit ihr, ich bin fortgerannt und sah nicht, wie sie traurig zurückging und mit dem anderen sprach. Immer wenn ich Josie sehe, wenn ich ihr gegenübersteh, schau mich ihre Augen fragend an. Immer wenn ich Josie sehe, dann lächelt sie und es tut weh zu wissen, dass ich nie vergessen kann. Eine Türe schlug zu und ein Taxi fuhr weg und mein Herz war leer. Und der andere Mann sah mich mitleidig an und dann sagte er: Josie ist meine kleine Schwester, hast du das nicht gewusst? Immer wenn ich Josie sehe, wenn ich ihr gegenüberstehe, schau mich ihre Augen fragend an. Immer wenn ich Josie sehe, dann weiß ich, dass ich nie versteh, wie eine Nacht mein Leben ändern kann. Eine schlaflose Nacht ging vorbei und um Macht kam ein Brief von ihr. Und ich las, was sie schrieb, du, ich hab dich geliebt, aber wenn du kein Vertrauen hast, hat es mit uns wohl keinen Sinn. Immer wenn ich Josie sehe, wenn ich ihr gegenübersteh, schau mich ihre Augen fragend an. Immer wenn ich Josie sehe, dann lächelt sie und es tut weh zu wissen, dass ich's nie vergessen kann. Zu wissen, dass ich nie vergessen kann. Dein Applaus. Deiner. Vielen, vielen Dank. Peter Orloff beim Schlagerspaß. Ich weiß, was das bedeutet, meine Damen und Herren. Ich übersetze es dem. Peter, das bedeutet, wenn die Leute so reagieren, wirst du nicht drum herum kommen, irgendwann einmal wieder vorbeizuschauen und ein paar deiner anderen 100 Hits für uns zu singen. Sehr gerne. Meine Sehr Damen gerne. Und Herren, Peter Orloff. Dankeschön. Dankeschön. Und wir erfüllen weiter Wünsche, die Sie uns geschickt haben. Der Rainer Kirsten fängt an mit einem Lied, das, glaube ich, 20 Mal in einer Woche gewünscht wurde. Albany. Rainer Kirsten. Albany, hoch in den Bergen von Northern Green. Albany, in deinen Mauern war ich einst zu Hause. Albany, Schloss meiner Väter, das ich geliebt. Ach, könnte ich dich nur einmal wiedersehen. Charles und Gordon waren zwei Brüder, sangen als Kinder die gleichen Lieder, jagten gemeinsam in den Wäldern. Doch aus Bruderliebe und Freundschaft wurde eines Tages bittere Feindschaft, als sie sahen, sie liebten beide dasselbe Mädchen. In den Bergen von Northern Green, Albany, in deinen Mauern war ich einst zu Hause. Albany, Schloss meiner Väter, das ich geliebt. Ach, könnte ich dich
sein. Doch dann kamen sie und sie sagten mir, deine Jenny, sie kommt nie mehr heim. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Meine kleine Da-Dam-Da, die gehören mir alleine, Da-Dam-Da. Oh, love me baby, Da-Dam-Da. Kiss me baby, kiss me baby, Da-Dam-Da. Deine Beine, meine kleine Da-Dam-Da. Machen alle Männer crazy, Da-Dam-Da. Komm mit mir zur Wolle. Und auf dieser Bubblegum Party könnten alle sehen, dass wir beide uns seit heute gut verstehen. Deine Liebe, meine Liebe, da-dam-da. Ohne Sorgen, heute und morgen, da-dam-da. Aber deine Beine, kleine, da-dam-da. Die gehören mir alleine, da-dam-da. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang am Ohr, das ist wunderbar, Senior. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal am Ohr, das ist wunderbar, Senior. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang am Ohr, das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal am Ohr, das ist wunderbar, Senor. Vergessen und zählt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schulterhart. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Immer allein auf der Welt, sag mir, wem sowas gefällt. Und darum wirst du befreit aus deiner Einsamkeit. Träume sind manchmal ganz schön,
Doch einmal muss was geschehen. Frag nicht, was gestern noch war, für mich ist lang schon klar. Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir jeden Tag, jede Nacht. Was du dir wünschst, das bekommst du von mir jeden Tag, jede Nacht. Das hättest du dir im Traum nicht gedacht. Was man aus Liebe so macht, ja glaub mir, ich mach ein glückliches Mädchen aus dir jeden Tag und jede Nacht. Das war der Schlagerspaß, aber nur für heute. Vielen, vielen Dank. Ich habe es gesagt am Anfang. Wir haben die Musik gemacht. Ihr habt die Stimmung gemacht. Dafür sagen wir Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Servus.